Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es ums Dreiecke konstruieren und ich erkläre dir SWS, also Strecke, Winkel, Strecke. So, wir wollen zusammen ein Dreieck konstruieren und diesmal haben wir die Angaben klein c 4,5 cm, a 5 cm, also klein a und Beta 60 Grad. So, wir fangen an mit c, klein c 4,5 cm und schön sauber einmal zeichnen. So, gleich beschriften, das ist klein c und klein c hat immer die Punkte a und b, kennt ihr. Als nächstes sollen wir klein a mit 5 cm einzeichnen. Klein a ist hier, können wir aber nicht, uns fehlt irgendwie eine Angabe. Also gucken wir uns das nächste an. Beta hat 60 Grad, das können wir. Beta ist der Winkel im Punkt b, also das Geodreieck mit der 0 in den Punkt b. Schön auf die Linie und 60 Grad einzeichnen. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Da machen wir einen Punkt und den Punkt verbinden wir jetzt mit dem Punkt A. So, egal wie lang. Wunderbar. Und irgendwo auf dieser Linie befindet sich jetzt der Punkt C. Und jetzt können wir mit dieser Angabe was anfangen. Die Strecke klein a ist nämlich nur 5 cm lang. Das heißt von B zu C. Weil das hier ja klein a ist. Und das können wir jetzt einfach ausmessen. Die 0 in den Punkt b und da sind die 5 cm und da ist dann auch der Punkt c. Und jetzt müssen wir den Punkt c nur noch mit dem Punkt a verbinden. Und schon ist unser Dreieck fertig konstruiert. Diese Entfernung hier, also diese Strecke, die kann man auch mit dem Winkel messen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen jetzt noch eben alles beschriften. Gegenüber von b ist die Strecke klein b und hier ist der Winkel Alpha, hier ist der Winkel Gamma und hier ist der Winkel Beta. So, und jetzt haben wir das Dreieck konstruiert und zwar mit SWS. Wir haben zuerst die Strecke genommen, dann einen Winkel und dann wieder eine Strecke. Okay, das war's.